Punktrechnung vor Strichrechnung. Das glaube ich auch. Wir sind nämlich jetzt hier in der 5. Klasse und sind fleißig am Rechnen. Und wir möchten mal zeigen, dass das auch geht, was wir hier machen. Und zwar durch 4 oder 5 oder 6-stellige Zahlen teilen. Wir haben mal eine Aufgabe vorbereitet. Und der Trick ist ja, schaut euch die anderen vorhergehenden Videos an, hier entsprechende Zahlen auf- und abzurunden. Und zwar, dass die 4389 nicht in eine 4-stellige Zahl passt hier vorne, in 1040 ist klar, also schnappe ich mir eine 5-stellige. Die Zahl, die runde ich eiskalt ab, Nebenrechnung hinschreiben. 10, 1000, hier vorne 10.000 und hier hinten mache ich nicht 4000, so wie man rundet, sondern 5000. Warum? Ganz einfach, damit ich hier keine zu großen Zwischenergebnisse rauskriege, sonst wird das eine Schmiererei. Das passt zweimal, schreibe ich nur zweimal hin. Jetzt fange ich an zu rechnen. 2 mal 9 ist 18, 2 mal 8 ist 16 und 1 ist 17, 2 mal 3 ist 6 und 1 ist 7 und 2 mal 4 ist 8. Wenn ich was falsch rechne, müsst ihr es sagen, sofort unterbrechen, schnipsen. Hier heißt es 11. 11 minus 8 ist 3, hier sage ich 10 minus 7, was? 10 minus 8 ist 2, hier sage ich 4 minus 8 geht nicht, also okay, noch eine 1 dazu. Und die kann man hier unten hinschreiben oder hier oben, also sage ich 14 minus 8 ist 6 und hier sage ich 10 minus 9 ist 1. War das richtig? Ich hoffe. Ich ziehe die 9 runter, mache einen Pfeil ran, damit der später nicht durcheinander kommt. Die Aufgabe heißt also 16.000. durch und jetzt wieder 5000. Nebenbei, weshalb wir das so schön machen, ist, man kann paarweise die Nullen wegstreichen hier, ne? Paarweise, zack, 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 so heißt die Aufgabe bloß noch 16 durch 5. Hier oben sieht man, dass man paarweise wegstreichen muss, denn wenn hier 3 Nullen und hier 4 Nullen sind, kann ich nur 3 Nullen wegstreichen, weil der Divisor nur diese 3 Nullen hat. Okay. So, also in die 16 passt die 5 dreimal rein, ich schreibe hier eine 3 hin und rechne wieder rückwärts genau. 3 mal 9, 27. 27, 3 mal 8, 24 und 2 sind 26. 3 mal 3 ist 9 und 2 ist 11. Und 3 mal 4 ist 12 und das sind 13. Abziehen, 9 minus, das sind 2. 13 minus 6 ist 7. 2 minus 2 ist 0 und das sind 3. Gucken, 3000, jawohl, hätte nicht mehr reingepasst. Jetzt mache ich mal einen absichtlichen Fehler. Ich ziehe mir die 3 herunter und sage, okay, in 30.000 und jetzt irre ich mich mal absichtlich. Wenn ich die Nullen wegstreiche, das mache ich jetzt mal ein bisschen ruckartiger. 30 durch 5 ist bei mir mal jetzt extra, Achtung. Normalerweise 30 durch 5 ist 6, ich sage mal, das ist 5. Ich zeige mal wieder den Fehler, der ruhig passieren darf, wenn man sich verschätzt. Und schreibe hier mal eine 5 hin, ist nicht schlimm. Und rechne, 5 mal 9, 45, 5 mal 8, 40 und 4 sind 44, 5 mal 3, 15 und 4 ist 9, 10 und 5 mal 4 ist 20 und 1 sind 21. Ziehen wir das ab, 13, das sind 8, 12, minus 5 ist 7, 17 minus 10 ist 7, 10 minus 2, war das eine 1? Ja, 10 minus 2 ist bloß noch 8 und 3 minus 3 ist 0. Ach herrje, da hätte ja meine 4389 nochmal reingepasst, sage ich mir jetzt. Naja, okay. Jetzt könnte ich den Fehler machen und sagen, Nebenrechnung, 8000, ich mach's mal, durch 5000 ist 1. Das ist soweit richtig. Na gut, dann schreibe ich nochmal die 1 hier drunter, mache ein Plus davor, damit ich nichts vergessen kann, und mache mal den Strich hier runter. Jetzt kann ich sagen, einmal 4389 kann ich sofort drunter schreiben. So, und wenn ich das jetzt abziehe, 18 minus 9 und so weiter, dann komme ich darauf, dass hier nochmal 4389 übrig bleiben. Na Herrgott nochmal. Dann sage ich, okay, dann passt das nochmal rein. Und jetzt sieht man den Vorteil der Methode. Denn wenn ich jetzt wieder zurückrechne, sind 4389 minus 4389 0 und ich bin fertig. Wo ist aber das Endergebnis? Das steht hier. Nicht hier oben,
sondern das steht hier unten. 5 plus 2 ist 7. Hier steht eine 3 und hier steht eine 2. Das ist das Ergebnis. Das geht also. Wir werden jetzt allerdings hier Aufgaben ähnlicher Art üben und in dem Übungsvideo ist es wieder so, die Aufgabe steht da, ihr schreibt sie zu Hause ab, löst die Aufgabe und macht dann erst Klick und dann seht ihr das Ergebnis. Also immer sich nicht selber betrügen, indem man sagt, das gucke ich mir an, wie die das machen, sondern wir werden es hier schön vorrechnen und ihr zu Hause könnt mit dem Video üben. Gibt es hier noch zu diesem Video jetzt Fragen? Gut, dann mache ich das Video erstmal dicht. Das hat immerhin 5 Minuten gedauert mit Erklärung. Also so eine Aufgabe, die hat es schon in sich, aber die übt unwahrscheinlich und deswegen, jetzt machen wir erstmal Schluss und sammeln uns kurz und dann fangen wir an hier zu üben.